Arbeitsheft, wir sind bei der Analysis, bei den Anwendungen. Ich gebe euch ein paar Hinweise jetzt in dem Video zu den Aufgaben 2 und 3. Also wir haben eine Funktion, die gibt uns den momentanen Wasserzu- oder Abfluss in einem Wasserspeicher an. Ne? Positive Werte Wasserzufluss, negative Wasserabfluss. Ne? Also das ist nicht irgendwie der Bestand in dem Wasser, diesem Wasserspeicher, sonst würden ja negative Werte auch keinen Sinn machen, sondern die Einheit Liter pro Minute. Also so eine Änderung wird hier angegeben. Ja? Okay, ich möchte euch jetzt nicht alles verraten, sonst ist es witzlos, zu welchem Zeitpunkt fließt am meisten Wasser ab. Ne? Ich meine, negative Werte Wasser. Abfluss, positive Wasserzufluss, wo am meisten Wasserabfluss, das seht ihr dann. In welchem Zeitraum fließt Wasser zu, das kann man, glaube ich, nicht ganz rauslesen, muss man berechnen. Welche gesamte Wassermenge fließt ab? Da vielleicht was dazu. Ja, das entspricht, ich kann den ganzen Wasserabfluss berechnen durch den Inhalt dieser Fläche hier unten. Ne? Warum ist das so? Kann man sich, glaube ich, auch macht Sinn irgendwie. Überlegt euch mal, wenn jetzt keine Ahnung, der ganze Abfluss, wenn es konstant immer 200 Liter pro Minute wären. Das heißt, wenn die Kurve keine Kurve wäre, sondern eine Gerade wäre und so einfach waagrecht rüber ging, dann wären doch innerhalb der ersten 4 Minuten 4 mal 200, 800 Liter abgeflossen. Und das entspricht doch genau dem Inhalt von diesem Rechteck hier. Logisch, oder? Und nur weil der Wasserabfluss jetzt eben nicht konstant ist, sondern einfach krummlinig begrenzt, entspricht die Fläche trotzdem dem gesamten Wasserabfluss. Das heißt, diese Integralrechnung macht bei solchen Zusammenhängen einfach Sinn. Ja? Also die Fläche entspricht dem gesamten Wasserabfluss. So, zwischen 3 und 6, was passiert da? Das soll man jetzt die Aufgabe D machen. Zwischen 3 und 6, dann haben wir hier zunächst mal einen Wasserabfluss, noch ein kleiner, und dann kommt es aber mit Wasserzufluss weiter. Ja? Das heißt, wir könnten jetzt uns überlegen, okay, dann rechnen wir doch einfach erst den Wasserabfluss aus, Integral von 3 bis, keine Ahnung, ausrechnen noch vorher 4,4. Dann haben wir den Wasserabfluss in Liter und dann neue Rechnung, Integral von 4,4 bis 6 oder sowas. So, aber jetzt kann man einfach so vorgehen, dass man durchintegriert. Ja, was seither sozusagen meistens ein Fehler war, weil da ja Flächenbilanzen gebildet werden. Aber das ist doch genau das, was hier gesucht wird. Ne? Wenn ich einfach durchintegriere von 3 bis 6, dann werde ich ein positives Ergebnis haben, weil die positive orientierte Fläche hier höher ist, größer ist als die kleine negative. Und was gibt denn die Differenz dann an? Na, eben genau das, wie viel Wasser mehr reingeflossen ist, als halt rausgeflossen ist. Ja? Also dieses Durchintegrieren über Nullstellen hinweg dürft ihr jetzt nicht als Fehler abspeichern. Das ist sozusagen, man muss halt wissen, was man damit ausrechnet. Und hier möchte man so eine Bilanz. Okay, die Rechnung an sich kennt ihr von 3 bis 6, Funktionsterm hinschreiben. Eine Runde aufleiten, ne? E hoch 0,25t bleibt gleich, aber 1 durch die innere Ableitung 0,25, 100 durch 0,25 sind 400 und aus dem 300 wird 300t. So, und dann eben obere Grenze einsetzen, minus untere Grenze einsetzen, dann habt ihr 45,88 und so viel kommt Nettowasser hinzu. Okay? Genau, Aufgabe E auch noch wichtig, ne, gesamte Wassermengen im Becken. Da geht es um, natürlich, ja, überlegt euch mal gesamte Wassermenge und den Wasserzulauf. Diese zwei Funktionen hängen natürlich zusammen. Ne? Das ist hier, das hier gibt die Änderung von dem an. Also muss das hier die Stammfunktion sein. Ja? Also auch ein ganz logischer Zusammenhang. Die Stammfunktion, die Wassermenge und die Ableitung dann. Der Wasserzuabfluss. Und 550 befinden sich im Becken. Ne? Das als Hinweis, ne? Ihr könnt ja gar nicht eben die Stammfunktion angeben, weil es immer ganz verschiedene hat, abhängig von der Integrationskonstanten. Aber wenn ihr jetzt einen festen Punkt der Stammfunktion habt, dann sieht die Sache ja besser aus. Also ich darf jetzt aber nicht zu so viel verraten, der Rest ist euer Projekt. Hier nochmal. Der Zusammenhang, einfach Zusammenhänge, diese Zusammenhänge sind wichtig. Ich finde, man versteht auch die Integralrechnung irgendwie besser. Anwendungsaufgaben sind immer abi-relevant.
Genau, also wir haben einen Stau, wir haben wieder so eine Änderung dargestellt, momentane Abfluss-Zuflussrate diesmal in Autos pro Minute. Ja, könnt ihr euch jetzt schon klar machen, am Anfang baut sich der Stau auf bis hier, so relativ erst stark und dann langsamer, hier 0 auf 0 und hier ab hier baut sich der Stau dann langsam ab. Ja, Integral 0 bis 1, wenn ich den Inhalt der Fläche hier berechne, bekomme ich raus, wie viele Autos in t gleich 1 mehr im Stau stehen wie in t gleich 0, also einfach wie viele Autos hier dazukommen. Denke ich logisch, wenn ihr den Anfang von dem Video jetzt gesehen habt. Die anderen Sachen lasse ich euch jetzt mal selber ein bisschen überlegen, sonst habt ihr ja nur mir zugehört. Zu welchem Zeitpunkt stehen ebenso viele Autos im Stau wie zum Zeitpunkt 0? Finde ich eine ganz coole Überlegung. Natürlich, am Anfang, Zeitpunkt 0, haben wir so und so viele Autos, dann kommen welche hinzu, aber dann fahren auch wieder welche ab. Ne? Wann sind gleich viel zu wie abgeflossen? Wann ist die Fläche gleich wie die? Natürlich dann, wenn das Integral über die Nullstelle hinweg den Wert 0 hat. Logisch, oder? Ja, genau. Und ja, wer das kapiert hat, hat die nächste auch kapiert. Wenn das Integral Integral den Wert minus 10 hat, dann sind halt eben 10 mehr abgeflossen als zugeflossen. Ja, dann ist die Fläche um 10 Autos sozusagen größer. Genau. Okay, also deswegen tut euch die Aufgaben ruhig mal an, da lernt man was dabei. Ich wünsche euch viel Erfolg.